den Matboard clean, legt ihr den Ball relativ schwer, also 3, 4 oder 5 Kilo, zwischen eure Knöchel. Geht schön runter, so als wollt ihr einen Deadlift oder eben einen Clean mit der Langhantel machen. Dann einmal erst die Beine strecken, Hüfte strecken, Schulter zu den Ohren ziehen und dann springt ihr quasi unter den Ball. Okay? Super Übung, um tatsächlich den eigentlichen Langhantel-Clean zu üben mit ein bisschen geringerem Verletzungspotenzial, also super für Anfänger oder sehr, sehr hohe Repetitions geeignet. Ich zeige es noch einmal kurz schräg von der Seite, dass ihr es besser sehen könnt. Beginne also mit dem Ball zwischen meinen Knöcheln von hier. Komme hoch, langsam, Ball zwischen den Oberschenkeln, Hüftstreckung, Schultern zu den Ohren und drunter durchspielen. Noch zwei, dreimal schnell. Und gerne auch nochmal von vorne. Wirklich eine saugeile Übung, um den Clean erstmal zu lernen mit relativ geringem Gewicht. Und wie gesagt, ein bisschen weniger technisch anspruchsvoll, um diese hohe Technik zu lernen.